Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe Mystery-Boxen, beziehungsweise so mysteriös sind die nicht, Beauty-Boxen bei Notino bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man kann bei Notino nämlich im Prinzip sind es Probenboxen für 7, 8 Euro bestellen. Und da habe ich einmal bestellt die MeTime Essentials Box und die Holiday Essentials Box. Ich fange mit der Holiday Essentials Box an, weil die gibt es gar nicht mehr. Die hat, glaube ich, 8 Euro gekostet. Ich habe die dazu bestellt zu anderen Sachen, die ich mir in einem Haul bestellt habe. Die werdet ihr demnächst dann auch nochmal sehen. Oder habt ihr die schon gesehen? Weiß ich nicht. Und es sah auf dem Foto natürlich opulent aus, weil die Originalgrößen abgebildet waren. Im Text hat man aber auch gesehen, dass man dort die Proben halt bekommt, ne? Finde ich aber manchmal gar nicht so schlimm, weil manche Sachen möchte man vielleicht ja auch erstmal so ein bisschen antesten. Zum Beispiel das Paradox oder Prada Paradox Eau de Parfum. Da sind ganze 1,2 Milliliter drin. Das ist jetzt nicht so die ultimative Welt. Und die Frage ist, möchte man Geld für Proben bezahlen oder nicht? Weil oft kriegst du sie ja auch einfach so mit dazu. Aber du bekommst nicht immer die Proben, die du gerne mal ausprobieren möchtest mit dazu. Ne? Genau, also das ist einmal dieses hier. Und das kann man ja, sich dann auf jeden Fall zu Testzwecken aufsprühen. Ich werde euch auf jeden Fall auch die Werte einblenden, weil auch wenn es nur 1,5 oder 1,2 Milliliter sind, Produkte haben ja immer ihren Wert. Ne? Ich rechne das dann anhand der kleinsten Größe, die ich finden kann, so runter. Und finde ich nicht verkehrt. Und zum Verreisen sind natürlich auch so Parfümproben auch manchmal ganz schön. Dann habe ich hier Biotherm Le Corporel Original 10 Milliliter drin. Das reicht vielleicht für ein Bein bei mir oder zwei Beine. Mal gucken. muss ich mal gucken, genau. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so das, was mein Kaufargument bei dieser Box war, weil, das habe ich schon mal gehabt. Das ist tatsächlich für mich ein bisschen zu zitrisch. Das mag ich nicht ganz so gerne. Das hier wollte ich aber mal ausprobieren. Und zwar habe ich das in einer großen Größe in einem Adventskalender gehabt. Aber bevor ich jetzt die große Größe verwende, wollte ich erstmal schauen, gefällt mir das Produkt eigentlich? Das ist von Lancôme die Renergie HPN 300 Peptide Cream. Da sind 5 Milliliter drin. Die ist natürlich eine kleine Tube und so. Sowas findet man aber auch tatsächlich sogar in Adventskalendern als Produkt, ne? Genau. Wie gesagt, ich habe das in der großen Größe da, wollte das aber erstmal so ausprobieren. Nicht, dass ich da irgendwie das große Ding anbreche und dann irgendwie gefällt mir das nicht und dann ist es blöd. Das kann man halt hiermit ganz gut ausprobieren. Und dann habe ich hier noch von Yves Saint Laurent die All Hours Foundation. Da muss ich nur gucken, ob mir die Farbe passt. Vielleicht nehme ich auch, habe ich die nicht sogar da in meiner Farbe mit ins Full Face Beauty Boxen mit rein? Das wäre ja auch ganz nice, oder? Lichtschutzfaktor 39 ist sehr interessant. Du wirst es niemals so dick auftragen, dass du wirklich Lichtschutzfaktor 39 erreichst. Seien wir mal ehrlich, das ist eigentlich eher ein Add-on. 5 Milliliter habe ich hier drin und das ist die Farbnuance LW4. LW4 ist natürlich eine Ansage, ne? Light Warm 4. Ich glaube, da sehe ich aus wie ein Simpson, aber ich kann sowas ja auch oft retten oder ich mische mir das dann einfach ein bisschen. Wir müssen mal gucken. Ja, also das, nee, oh, da eins ist da noch drin in sehr klein. Das ist halt wirklich auch ein Sachet. Biotherm Blue Retinol Resurface and Repair Serum Night. Ich vertrage leider das Retinol von Biotherm nicht so gut. Das heißt, ja, dieser eine Milliliter wird dann demnächst anderweitig in einer Probenbox oder so sein, wenn ich Proben halt weitergebe. Genau. Also ich finde, für 8 Euro oder was ich dafür bezahlt habe, ist es vollkommen in Ordnung. Da hast du ein paar Produkte zum Ausprobieren. Vielleicht für die ein oder andere ist es ganz cool, auch mal die All Hours Foundation von Yves Saint Laurent auszuprobieren. Die Creme war für mich jetzt der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich mir die bestellt habe. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Und die haben halt verschiedenste von diesen Boxen, auch so mit Parfum oder sonst irgendwas, ne? Und da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, finde ich, ne? Ne, genau. Dann habe ich jetzt hier die MeTime Essentials und das war auf jeden Fall noch gerade verfügbar, als ich nachgeschaut habe. Auch da sieht man natürlich wieder die Full Sizes und so, ne? Mhm. Aber natürlich haben wir hier eher eine Handvoll kleiner Produkte drin. Oha, oha, oha. Ich glaube, die sind beide zu dunkel. Einmal die Lancôme Teint Idol Ultra Wear Care and Glow in der Farbe 240W. Wie gesagt, hier werde ich das dann wahrscheinlich einfach mal mischen. Ich bin mir nicht sicher. Oder habe ich die da? Muss ich mal gucken. Mit meiner Rare Beauty. Da habe ich ja eine ganz, ganz helle Variante von.
Auf jeden Fall haben wir hier 5 Milliliter in dem Tübchen, ist nicht verkehrt. Und dann natürlich noch in der 405W, das ist eine Ansage. Ne? Ich finde es charmant, dass die überhaupt das anbieten, dass man so eine mandelfarbene Farbe auch mal in so einer Box mit drin hat. Ich glaube, da freut sich die ein oder andere vielleicht auch mal drüber, nicht die klassischen Blassnasen-Foundation-Farben immer zu finden. Für mich ist es halt richtig krass. Ne? Also ich kann es auch nicht als Bronzer verwenden, dafür ist es ein bisschen zu warm. Naja. Habe ich jetzt hier, wird auf jeden Fall aber auch zu Hause finden. Hier ist auch das Prada Paradox nochmal drin. Und genau, auch hier sind 1,2 Milliliter drin enthalten. Genau, das ist sehr ähnlich tatsächlich auch zu der anderen Box. Also, falls euch die andere Box gefallen haben sollte, ist es dann vielleicht nicht so schlimm. Ich weiß es nicht. Auch hier nochmal die Renergy HPN 300 Peptide Cream mit 5 Millilitern drin enthalten. Und man hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit, diese hochpreisigen Produkte einfach mal so sich etwas näher anzuschauen und diese 5 Milliliter auch mal über ein paar Tage zu testen und sich dann zu entscheiden, mag ich die nicht. Und dann haben wir hier auch noch Biotherm Blue Therapy, ich muss das ein bisschen schräg halten, weil Silber auf weißem Untergrund läuft. Anti-Age Nachtserum müsste das sein. Red Algal Extract and Collagen Peptide Fraction. 1 Milliliter haben wir hier drin. Das ist auf jeden Fall für mich eher ansprechend als das Dingenskirchen. Genau, das ist nämlich diese rote Creme. Da habe ich die nicht sogar noch da. Aber das ist kein Serum, das ist eine Creme. Oh, ist auch interessant, ne? So, das ist jetzt auch einfach mal die MeTime Essentials Box gewesen. Ich glaube, die finde ich besser. Ich glaube schon. Aber hier hast du auf jeden Fall eine Foundation-Farbe mit dabei, die dir nicht passen wird, weil du hier zwei Farben auch drin hast. Also ich finde beide schön. Ich finde beide empfehlenswert. Und da ihr mich halt immer wieder fragt, was für Boxen es so alles überhaupt gibt und welche ich so empfehlen kann. Schaut euch die gerne mal an bei Notino. Die haben auch manchmal so Themenboxen, K-Beauty und hast du nicht gesehen, das habe ich euch bei Claudis Bunte Welt vorgestellt. Ich weiß nicht, ob dieses Video auch bei Claudis Bunte Welt online geht. Da muss ich mal gucken, wie das timingmäßig aussieht. Ich kann euch auf jeden Fall nur raten, dass wenn ihr bei Notino sowieso vielleicht mal vorbeischaut, die haben ja auch ähnlich wie Douglas das Sortiment, ne? Dass ihr halt euch auch solche Boxen mit in den Warenkorb packen könntet, um da einfach auch mal andere Produkte auszuprobieren. Warum eigentlich nicht, ne? Ihr Lieben, das wäre es ja schon gewesen. Ein kurzes, knackiges Video von mir. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.